Bei der Auswahl der richtigen Entwürfe für die Generierung der Preislistenpositionsstücklisten haben Sie unterm Strich zwei grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten. Die eine Variante, ich habe hier einfach mal eine Individualplanung eines unserer Kollegen aus den Arbeitskreisen geöffnet. Die eine Variante ist, Sie nehmen die aktuellsten konkreten Bauvorhaben für die Erzeugung dieser Daten. Das ist etwas, wir haben das mit den Kollegen der Arbeitskreisen sehr häufig gemacht, auch für die Generierung der Standardwerte der Branchenmodelle. Und das wäre eben die eine Variante, die Sie haben. Sie greifen schlicht und ergreifend auf die jeweils reale Architektur zurück, mit der Sie gerade unterwegs sind. Die zweite Variante, auch die möchte ich nicht, Anführungszeichen, verschweigen, wäre, und auch dazu ein Beispiel, Sie nehmen sich Entwürfe für die Generierung der Stücklisten her, die eher aus Ihrem Bereich, so Sie es haben, Kataloghäuser, Standardhäuser kommen und die somit, naja, wie soll ich es formulieren, eher die Theorie darstellen oder vorgedachte Varianten in der Regel damit etwas einfacher von der Struktur oder simpler sind. Das, was ich hier geöffnet habe, auch das ist eine der Varianten, ist halt mal ein Beispiel aus unserer Beispielinstanz im CAS. Das heißt also, auch solche Varianten könnten verwendet werden, beziehungsweise eben die Häuser, die Sie für die Kalkulationseinrichtungen für die Preiskalibrierung verwendet haben, was dann aber von der Tendenz her eben Entwürfe sind, die in die Richtung gehen, wie das, was ich Ihnen hier gezeigt habe von einem lieben Anwender. Das heißt also konkrete Entwürfe, die aktuell gerade kalkuliert und gebaut werden. Das ist erstmal Entscheidung für den Plan. Das, was Sie dann als allererstes tun dürfen, ist, dieser Plan muss kalkuliert werden und er darf bitte eben so kalkuliert sein, dass er von der Kalkulation her fehlerfrei ist. Das heißt also, dass eben zum Beispiel auch, wenn wir auf die Auswertungen gehen, ne, das Ereignisprotokoll entweder, so wie es in diesem Falle ist, leer ist oder aber, dass dieses Ereignisprotokoll eben keine Einträge hat, die da kritisch sind, dass irgendwelche Bauelemente nicht kalkuliert werden, die Heizung nicht groß genug ist und so weiter und so fort. So, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe eine Kalkulation für dieses Objekt einfach schon mal durchgeführt. Jetzt ist es so, Sie haben grundsätzlich für die Preislisten Positionsgenerierung, das heißt also für die Stücklisten derselben zwei Möglichkeiten. Entweder Variante 1, ich bin in einem Projekt und habe in dieser Projektkalkulation über das Register Preise Aufschläge und dann das Bearbeiten jetzt die Möglichkeit, die Preisliste zu bilden. Ich mache das mal im Beispiel für das Dach. Gehe auf eine der Platzhalterpositionen und könnte jetzt, wenn ich eben hier eine Stückliste generieren wollte, sagen, ohne Vergleich mit einem anderen Projekt. Bedeutet, wenn ich dies für dieses Projekt tue, dass ich gehe mal hier jetzt in dem Falle in die Dachgeschossdarstellung, dass eben bei der Generierung meiner Stücklisten sowohl das Hauptdach als natürlich auch das Kinddach, was ins Hauptdach eingeschüftet ist und natürlich auch die Garage, die neben dem Haus steht, Verwendung findet. Bedeutet also, wenn es so wäre, dass Sie sagen, naja, ich möchte aber in diese Stückliste fürs Dach eben zum Beispiel nicht nur die Dacheindeckung haben, sondern ich möchte die Dachkonstruktion, ich möchte die Dachüberstände, die Beplankung, das, was eben an Dämmung drin ist, alles in den Stücklisten drin haben, dann macht es wahrscheinlich Sinn, eben an der Stelle für die Generierung nicht noch eine Garage neben dem Haus zu haben. Das heißt also, es kann und wird in der Praxis sicherlich so sein, dass Sie von den Entwürfen, für die Sie sich entscheiden, um diese Stücklisten zu generieren, Sie immer mal wieder Varianten machen, die Sie entsprechend als Anführungszeichen Zwischenstände abspeichern. Wenn es jetzt so wäre, dass Sie sagen, okay,
Aus der Variante generiere ich jetzt zum Beispiel eben erstmal nichts für die Dachvariante. Könnten wir zum Beispiel eins machen. Wir könnten sagen, okay, wir müssen aber für Sie jetzt eben zum Beispiel auch noch Innenwandvarianten generieren, gehen dann einfach mal auf den Platzschalter für die Innenwände und sagen, okay,